Habt ihr euch schon mal gefragt, woher ein Baum seine Energie zum Leben nimmt? Die meiste Energie kommt von der Sonne. In den Blättern des Baumes wird das energiearme Kohlendioxid aus der Luft dank der Sonnenenergie in energiereichen Zucker und Sauerstoff umgewandelt. Diesen Vorgang nennt man Photosynthese. Den Zucker nutzt der Baum zum Leben und Wachsen. Der Sauerstoff wird als Abfallprodukt in die Luft abgegeben. Diesen brauchen wir wiederum zum Atmen und Leben. Als Abfallprodukt unserer Atmung entsteht Kohlendioxid, welches wieder dem Baum zugutekommt. So schließt sich der Kreislauf. Doch wieso ist die Photosynthese noch wichtig? Neben der Erzeugung von Sauerstoff spielt die langfristige Bindung von Kohlendioxid in den Pflanzen für unser Klima eine entscheidende Rolle.